entwickelt sind so doof. Keiner von euch macht so wie wir, muss das Gras in der Nähe. Wir sind so doof. Keiner von euch macht so wie wir. Ha. Shit. J'aime faire. Hier musst du die Fassung bewahren zwischen den Ratten und Plan. Denn die Gelder, die wir machen, sind so schwarz wie die Rahmen. Ich mach durch Hase die Gage und zähl die Gage in Rage. Das hier ist die Sprache der Straße. Wir müssen eiskalt 2 Mille auftreiben. Jetzt hier noch was durch, muss wieder irgendwas finden, Digga, zum Kotzen, aber was muss, das muss, ja? Pass auf, ich hab da raus, eventuell. Frag mich nicht warum, aber ich konnte die ganze Nacht irgendwie überhaupt nicht schlafen. Und seit 8 Uhr morgens warte ich auf den scheiß Anruf von Soldier. Shit. Egal. Ich glaube, ich leck mich ein bisschen ab. Warnung, Fortnite steigert ihre Aggressionen. Du Hundesohn, Digga. Euer Scheiß, warum sind so viele Junkies unterwegs immer, Digga? Fick auf das Spiel. Denn was viel wichtiger ist, wo zum Teufel ist Soldier? Er müsste mich schon lange angerufen haben. Das ist normalerweise überhaupt nicht seine Art. Nicht, dass was passiert ist und ich irgendwann alleine hier in der Hood bin. Nein, scheiß drauf. Ich leck mich besser ein bisschen ab. Ich spreche 10 Jahre Rap, Digga. Haftar, schwarz-weiß wie die 60er. Egal wo ich bin, ich trink Packs, Digga. Dauerhigh, trotzdem bleib ich treffsicher. Der Drecksnigger macht jetzt Welle mit der Gang. SDS, stell mein Leben vor die Cam. Ich hab gestern doch dein Mädel noch gebankt. Doch vor dir tut sie, als wären wir nur French. Fick auf die Trends, ich bin Jemfelder. Das heißt, ich geh raus und setze die Trends selber. Du kannst leben wie ein Penner oder machst illegale Gelder. Fast 30 Jahre, doch bin irgendwie nicht älter. Für die Hater baue ich ein L aus 2 Paper. Verteile Körbe und mach Geld wie ein Lecker. Wie Pinky und der Brain, ich will schneller die Welt machen. Denn du bist nur frei, wenn du Geld hast. Deshalb fuck mich nicht ab. Digga, fuck mich nicht ab. Dafür besser, Bruder, fuck mich nicht ab. Ey, shit. Ein Schlag ist so stark wie der Schnaps in der Cup, Digga, fuck mich nicht ab. Hallo. Ja, was geht, Bruder? Ich bin Soldier, Digga. Ja, wieso ist unbekannt an, Bruder? Bruder, ich bin in der Zelle, ich kann nicht lange reden, Digga. Du sitzt gerade in der Zelle, oder was? Digga, die Bullen sind heute Morgen bei mir reingelaufen, Digga, die haben mich mitgenommen. Digga, was machst du denn, Mann? In 2 Tagen komme ich in U-Haft, Digga, und du weißt, wer in U-Haft ist, Bruder. Ja, Mann, Babacan, Digga. Ja, Mann. Die Kaution wurde auf 4.000 Euro gesetzt. Digga, 2 Tage, Bruder. Meinst du, du kriegst das hin, irgendwie?
Ey, nein, Digga, das lasse ich nicht zugelaufen. Auf keinen Fall. Hör zu. Gib mir die 2 Tage Zeit, die brauche ich auf jeden Fall. Ich werde das Geld auf jeden Fall aufteilen. Definitiv, ja. Okay, Bruder, okay. Ich verlasse mich auf dich, Digga. Pass auf deinen Arsch auf, Bruder. Hau rein, Bruder, ciao. 4000 Euro Kaution. Scheiße. Und ich habe nichts außer Ware. Keinen einzelnen Cent. Ich muss erstmal den Anwalt anrufen, Mann. Das darf auf keinen Fall die Runde machen, Mann. Wenn die Kunden hören, dass irgendwo Bullen sind, bleiben sie gleich fern. Ich muss Soldier da unbedingt rausholen, Mann. Digga, der nervt, Digga. Hallo? Was los? Erzähl mal. Was redest du, Soldier, aus dem Knast? Warum? Digga, scheiß drauf. Hör mal zu. Das ist unsere Möglichkeit. Wir werden ab jetzt rasieren. Wir können mehr Geld machen, wenn da jemand fehlt. Das ist unsere Lücke, okay? Okay, Digga, wir hören uns. Hau rein. Heftig, Soldier, aus dem Knast, Digga. Schon wieder eine schlaflose Nacht für mich. Ich bin den ganzen Tag rumgelaufen und habe das halbe Kilo für den Einkaufspreis versucht zu verkaufen. Doch am Ende des Abends hatte ich nur 2000 Euro. Die scheiß Koks-Aktion mit Nito hat uns eiskalt in den Ruin getrieben. Ich glaube, ich muss die Kacke einfach verkaufen, Mann. Nein, Mann, fuck it. Ich darf gar nicht erst an sowas denken. Nun muss ich innerhalb 48 Stunden Minimum 2000 Euro auftreiben. Das ist kein leichtes Spiel. Aber ich glaube, ich kenne da jemanden, der mir behilflich sein kann. Was geht, Alter? Geht auch, Mann. Korrekt, dass du dich meldest, Digga. Ich hoffe, ich war mächtig. Ich dich auch, vorher lange nicht gesehen. Korrekt. Ich hoffe, du hast dich nicht einfach so gemeldet, sondern hast einen Plan, wie man Vater machen kann. Ich bin schon ein Vater, weißt du, viel Scheiß passiert, aber müssen wir nicht hier reden. Ich tue das einfach, weißt du, wie du reden. Was geht ab, Mann? Was gibt's Neues? Jedes Mal treffen wir uns und ich würde dir endlich mal was Cooles erzählen, aber wieder passiert nur Scheiße hier in der Gegend, Alter. Wo sind die Jungs, Digga? Seit wann kommst du alleine? Weißt du, wo Soldier ist? Eiskalt in Haft, Mann. Sitzt im Knast jetzt, oder was? Nein, nicht im Knast. Er hat was durchgezogen, weißt du, er hat Autos geditcht und sowas, weil wir brauchten ein bisschen Geld. Die Bullen haben irgendwie einen Stein gefunden, wo seine Fingerabdrücke waren. Fuck, Mann, und Nito? Nito? Ja. Dein Ernst? Ja, wieso? Hast du dich in der Gegend gehört die ganze Zeit? Nein, Mann, gar nicht. Ich hab übertrieben Beef mit ihm, Mann. Übertrieben. Er hat mir Wummer im Kopf gehalten, Digga, ich hab ihm Dinge gegeben und so. Hör auf, Alter. Alles nur wegen der Aktion mit dir. Scheiße. Und er ist so geldgeil geworden. Du weißt gar nicht, Digga. Okay. Er ist die ganze Zeit am Ticken hier. Como und sowas. Mit so einem komischen Typen, der heißt Can. Sind die ganze Zeit unterwegs. Ja, die, so ein Can. Die diese Aktion durchgezogen hat, die Zeitung damals einmal war? Ja, genau der. Dieser komische Alter. Ich kenne ihn derbe gut, Digga. Er war mein Zellennachbar. Wir haben zusammen gekocht, jeden Tag, Digga, alles gemacht. Wie? Ja, saßt du mit ihm zusammen in Haft, oder was? Ja, Mann, Digga. Wir haben jeden Tag da zusammen gechillt, Digga. Echt? Ja, Mann. Kennst du ihn so ein bisschen oder der? Oder ich sagte, ich kenne ihn übertrieben gut, Digga. Übertrieben? Ja, jeden Tag, wie gesagt, haben wir da zusammen alles gemacht, Digga. Du kennst echt alle und jeden, ne? Du schießt mir gleich eine Idee in den Kopf. Okay. Hör mal zu, ja? Alles klar, das letzte Mal haben wir uns Knast gesehen, Digga. Ja, was machst du hier? Seit einem Jahr schon draußen, Digga. Oh. Alles schon geklärt, Digga. Endstrafe, Digga. Oha, richtig ja, korrekt, Mann. Warum sehe ich dich hier, Digga? Du bist gar kein Jenfelder, Digga.
Digga, ich sag dir ganz ehrlich, Digga, ich hab gestern was durchgezogen, Digga. Ja, stabil, Digga, normal. Also, lass einmal kurz reden, Digga. Normal, Digga, mich freut das, was machst du hier, Mann? Digga, was wolltest du schnacken? Warum gehen wir um die Ecke? Guck mal, ich hab gestern was durchgezogen, Digga. Digga, ich hab 200 Gramm Koks, Digga. Ah, korrekt, Mann, Digga. Kannst du damit was anfangen, Digga? Normal, beste Ansprechpartner, Digga. Ich bin doch hier, Digga. Was meinst du, warum ich da stehe, Digga? Push hier, Digga. Okay, Digga. Ich will 4.000 Euro dafür haben, Digga. 4.000 Euro, warte mal. 200 Stück? Ja, genau. 20 Euro pro Gramm? Ja, genau. Das ist ein guter Preis, Digga. Ich würde das auf jeden Fall nehmen, glaube ich. Okay. Ich will da aber niemanden irgendwie mit dabei haben, Digga. Ich will einfach mal das Geld und will direkt irgendwie in Urlaub weg hier, Digga. Ja, aber guck mal. Ich kann das abschnacken, Digga, weil ich habe einen Partner, aber ist okay, wir machen das alleine. Ich kläre das alles. Nummer. Und Digga, lass uns mal am besten Nummern tauschen, Digga. Hast du deine Nummer mit? Ich gebe dir die Nummer. Ja, korrekt, Digga. Jo, Kev. Hat alles geklappt, Bruder? Sehr gut. Warte einfach auf den Anruf, Digga, und ich sag dir, morgen spätestens, wenn er sich melden, die sind alle gierig, Bruder. Sag mir Bescheid, wenn er sich meldet, ja, egal wann. Und bis morgen, Bruder. Ciao, ciao. Dieser Raum ist nur für Sie gemacht, Ben. Ich schmeiße gerade alle raus für Sie. Hier kannst du rauchen, so viel du willst, bis du umfällst. Los, Weiber, haut die Hacken hinterher. Ben ist da, Mensch. Tega, Bruder. Die eine Seite rauche ich heute und die andere Seite morgen, okay? Wie die wünschen, Ben. Hallo. Weißt du, was dran ist? Ein kleiner Hund? Baba John? Denkst du, ich hab dich vergessen? Hör mir zu jetzt. Ich hab gehört, dein Junge ist im Knast. Mit dem fange ich zuerst an. Stück für Stück nehme ich euch beide auseinander. Ich mach euch alle kaputt, Mann. Wartet ab, Mann. Ey, Digga, hör mal zu, wenn du ihn anfährst, ne? Ey, hallo? Willst du mich verarschen? Ey, jetzt auch noch, Digga?
Ein besonderer Dank geht raus an die finanziellen Supporter. Ihr gebt uns Motivation, Mann. Action. Nochmal bitte. 5 Euro die erste. 5 Euro die erste. Fuck, Digga. Also in 2 Tagen kommst du Urlaub. Ja, Mann. Okay, Digga. Wir machen das so. Geht ab, Mann, was gibt's Neues? Jetzt. Geht ab, Mann, was gibt's Neues? Psst. Die Fresse, Mann, was ist mit dir? Ja, einfach gehen, Bruder. Was machst du denn hier, Digga? Digga, ich weiß nicht, Digga. Okay, lass uns. Letztes Mal, wo ich dich gesehen habe, kannst du ja immer wieder ausholen. Wir machen so, ne? Digga, du triffst dich mit ihm am Berdi. Er tippt immer am Berdi die ganze Zeit. Geh einfach hin. Na, jetzt kommt Motorrad.